Für die Division Agents, die für den Zusammenhalt unseres Landes kämpfen, ist es an der Zeit, unsere Feinde aus ihren Löchern zu treiben. Wir machen keine Kompromisse. Wir werden uns nicht ergeben. Das ist unser entscheidender Moment. Unsere Chance, unser Land zurückzuerobern. Unsere Chance, Geschichte zu schreiben. Eliminiert jeden Division Agent ohne zu zögern. Ja, und da sind wir wieder beim dritten Teil von The Division. Letzte Folge haben wir hier das Hotel gesichert. Jetzt geht's zurück. Jetzt müssen wir den Ausgang sichern. Und wieder dabei die Anne, ne? Wer es verfolgt, das Let's Play, der weiß ja Bescheid. Ja, sicher. Ja, wir hatten nur das Problem, wir sind rausgegangen und mussten alles nochmal machen. Yep. Aber wir haben jetzt neue Waffen. Wir haben es jetzt auch endlich mal rausgefunden, dass wir ja auch mal die Sachen... hier, nimm du mal die Kiste. Jo. Dass wir ja auch die Waffen mal auswechseln können. Ganz genau. Und nicht immer mit Stufe 1 Waffen hier rumgurken. Richtig. Ich bin eigentlich schon recht gut am Stirre. Kann ich die Tür aufmachen, Rob? Ich mach auf, warte. Ich bin der Gentleman. Der Gentleman. Muss den Aufzug betreten. Ich denke, der Aufzug ist kaputt. War der nicht kaputt? Das ist ein anderer Aufzug. Ach, das ist ein anderer jetzt. Der andere hat ja gebrannt gehabt, Der Mechaniker war da. Ach, der wird's da, okay. Geht wieder. Der Aufzugbauer haben wir fixiert. Ja, ne? Das ist kurz eine Folgenpause hier. Sag mal, hast du eine Waffe da? Ich hab wohl nicht. Also Gegner nähern sich jetzt von außen. Wir haben die Tochter gerettet, die Eleanor Sawyer. Ich frag mich nur, wo die jetzt ist. So, und jetzt geht's hier richtig los. Guck mal, wir haben dort einen Stand-MG. Und da kommen sie. So, wenn du die Drohne brauchst, sag Bescheid. Ja. Alter, von links. Kleine Ratte. Von links? Ich mach rechts. Na, noch geht's. Brauchst du? Nee, noch geht's. Ich hab's rübergeschickt. Ich sehe gerade recht wenig. Okay. Bei mir kam hier tatsächlich gerade einer hochgeklettert. Okay. So, also ihr seht schon. Hier ist gerade Party. So, ciao. Sehr gut. So, ich versuche mal. Hast du Drohne noch? Ich versuche mal mit der Waffe zu interagieren, weil wir müssen die Tür aufballern dort. Baller mal. Okay. Hab die Tür fast. Hab sie. So, das Atrium sichern. Na, war ja klar. Ich steh grad hinter dir. Granate. Ja. Wo sind sie denn? Ich bin tatsächlich in den Fahrstuhl reingerollt. Oh. Hey, ich seh die Gegner nicht. Da unten. Da. So, ist down. Da, haben wir sie. Eins ist abgeschlossen. Juhu. Yeah. Also die zwei Sachen hätten wir erst vorhin auch noch mit zu Ende spielen können. Das hätten wir wirklich noch machen können. Looten. Ja. Ich hab fix kaputt gemacht. Ohne, nicht, dass du dich wunderst. Alles gut. Lebenseinsatz entdeckt, das Theater. Okay. Okay. Könnte man ja bald folgen auf dem Nischler. Nee, das Theaterhotel hier. Wo waren die Toilette gewesen mit diesen verschlossenen... Hast du einen Schlüssel? Wir sind jetzt im Fahrstuhl runter. Ich weiß nicht, ich wollte noch mal schauen, ob das vielleicht dann geht, wenn wir es hier durch haben. Aber dadurch, wir im Fahrstuhl runtergefahren sind, du brauchst den Schlüssel, denke ich mal, doch eher, oder? Weil hier... Oder du holst den aus dem Theater dann, wie kann ich denn? Das kann auch sein. Währung, Materialien, Plunder... Ich habe keine Schlüssel. Wenn du in deinem Inventar gehst, kannst du mit R1 in deinem oben die Reiter durchscrollen. Dein Charakter. Und da... beim nächsten, wenn du mit R1 drückst, dann hast du ganz unten Schlüssel. Okay. Also ich habe definitiv keinen Schlüssel.
Nee. Auch nicht? Nö. Auch keine Schlüssel, aber jetzt kann ich das mal kurz zeigen. Guck mal hier, das haben wir alles gelootet. Das hat man in der ersten Runde gar nicht gehabt. Und ihr seht es dann schon. Aber wir haben es halt nicht benutzt. Ja, wir wussten es nicht, ne? Also ihr seht schon, wir haben jetzt schon die stärkste Rüstung angelegt, etc. Und auch Handschuhe. Grün ist dann immer Militärvariante. Militärvariante bedeutet, es ist ein bisschen stärker. Und ich habe jetzt hier die MK-17 Militär und die Super 90, eine Schrotflinte. Auch Militär und die haut richtig rein. Und neue Fertigkeiten sind in der Operationsbasis verfügbar, dadurch wir einige Levelaufstiege hatten, ne? Ja. Guck mal, hier ist noch was. Hier ist noch ein Holster. Das kann ich nur nicht mehr mitnehmen. Mein Rucksack ist voll. Du bist schon voll? Achso, ich habe meinen Wert erhöht. Guck mal hier. Schon mitgenommen, das Holster. Habe ich schon mitgenommen. Ach, hast du schon. Sehr gut. Habe ich schon. Okay, dann rushen wir mal raus. Ja. Hi, Fans. Oh. So, ist hier noch jemand? Ja, moin. Nee. Moin, Leute. Hi, gut. Oh, haben wir so lange gebraucht jetzt da drin? Wirklich? Aber guck mal, wie toll das aussieht. Das ist einfach nur der mega. Weihnachtsbaum. Ich liebe sowas in Videos. Guck mal hier. Ich habe keinen Inventarplatz mehr. Nur ein Rucksack stand dort noch rum. Also, ja, was habe ich mitgenommen? Keramik und... Treffen Sie sich mit Odessa Sawyer. Also jetzt müssen wir die Eleanor quasi, haben wir jetzt gerettet für die Odessa. Ja, da steht einer. Oder ist das eine Figur? Nee, der bedroht gerade Zivilisten, den kannst du wegholen. Ja. Oh, das sind da mehrere. Hab's geschützt. Hoppala. Da steht irgendwie komisch da. Achtung, Granate! Halt ja. Irgendwie sieht das voll komisch aus, was der da gerade macht. Was macht denn dieser Zivilist da? Da steht da wie so... Der wurde bedroht. Ja, aber guck doch mal, da steht da wie so... Einfach nur ein Charaktermodell halt. Ja, ne? Na, es ist, kommt, es ist eine Private Beta. Komm, Anne. Nein! Ich will ein perfektes Spiel! Geld dafür ausgegeben, dass wir hier spielen dürfen, aber wir wollen ein perfektes Spiel haben. Scheißegal, ob ihr das sowieso bestellt habt, wo das eh egal ist. Was hast du denn hier Tolles liegen lassen? Solartaschenrechner, geil! Bist du nicht mitgenommen? Doch, hast du mitgenommen. Jetzt kann ich endlich meine binomischen Formeln ausrechnen wieder. Das ist natürlich blöd, dass jetzt keine Sonne scheint, ne? Oh, Rob, für, Rob, komm mal bitte her! Was hast du denn? Guck mal bitte. Ah, hier. Oh, schade, das sah so aus, dass man die Fahrräder nehmen kann, ne? Ja! Die Tasche dazwischen stand? Schade, Mann. Ich hab gedacht, wir können jetzt hier geil mit so... Ey, das hätten wir das hätte man aber gemacht. Da wäre ich aber volle Kanne rein bei den bösen Buben. Hätte mal geklingelt. Tony Hawk, so Ring of Elysium, ne? Verwirren sie mit coolen... Guck mal, hier ist eine Werkstatt. Vielleicht finden wir hier ein paar Einzelteile. Oh. Oder kann man ein bisschen wie Fallout-mäßig da so dran rumbasteln. Das sowieso, aber mit den Stützpunkten ist schon ein bisschen Fallout-mäßig, ne? Oh, hier war eine Tasche, wo ich da stehe. Und hier ist nochmal eine Munitionskiste. Elektronik. Einen Rucksack, Standard 590, den kann ich aber anlegen, glaube ich. 48-Stunden-Rucksack. Echt, jetzt den kann ich nicht mitnehmen? Nein, da kannst du was auf den Inventar hauen. Ja, mache ich auch. So, und zwar habe ich ja... Was hat denn mein Rucksack? 431. So, dann werde ich jetzt den hier mit Stufe 1, den werde ich jetzt mal zerlegen. Ah, du kannst Sachen als Schrott markieren. Genau. Dass du dann später dran denkst. Du kannst auch Sachen zerlegen. Richtig. Und dann hast du nämlich deine Einzelteile, wo du dann später einsetzen kannst für Waffen etc. Ja, so. Ich habe den ganz alten Rucksack mal zerlegt. Den ich auch. Brauche. Den Stufe 1. So, jetzt habe ich einen Rucksack Stufe 3. Läuft. Jo. Aber wir das natürlich richtig machen, ob man die Sachen, die man verkauft, das müssen wir nicht. Also. Ja, verkaufen dann sowieso erst, wenn wir die Einsatzbasis ein bisschen aufgebaut haben. Genau. Weil da kriegst du dann mehr Geld, als wenn du gleich am Anfang alles Gute verkaufst. Ja. Weil, was ich bei The Division 1 halt gelernt habe, ist, dass du sowieso alles findest. Ja. Guck mal, hier ist ein Koffer bei dir. Hier hinter dir war ein Koffer. Guck mal. Oh ja, du hast... Sind schon gelootet. Da oben rennt ein Reh weg. Aber in der Nacht ist natürlich auch geil, ne? Oder ist ein Koffer? Auch wenn du hier
Ich stelle mir das schwer vor in der Nacht mit Gegnern. Gerade. Weil... Du siehst sie halt nicht so, ne? Hier am Tag. Richtig. In der Nacht siehst du weniger, weil es dunkel ist. Es ist ja, wow. Das, ne, ist das auch aufgefallen? Lebensweisheiten, Lebensweisheiten. So, das Theater entdeckt, okay. Muss auch am Steuerkreuz immer nach unten drücken, ne? Ja. Welcome back. Moin, moin. Sind wieder da, haben euch was mitgebracht. Ach, ich habe mich gerade gefragt, warum schlägt der mein Mikrofon aus? Da fällt erstmal auf, hey, da kommt ja auch was aus dem Controller raus. Richtig. Ich mal die ganzen Sachen an, die wir bitte schön bekommen haben. Mit Lynette sprechen, mit Cameron sprechen. Das ist schon Wahnsinn, oder? Also für eine Beta. Ja, also... Guck mal, hier kann man ja sonst immer so... Können wir sogar einen Einsatz annehmen. Wollen wir das machen bei der Chelsea Watts? Ich würde erstmal meine Fähigkeitenpunkte gerne vergeben. Ja. Nicht, wo der halt ist. Also, du hast ja oft bei Betas, dass du da nur wirklich ein begrenztes Level hast oder so. Ja. Aber das hier, das ist wirklich schon ganz schön... Das ist heftig, auch ne? groß und auch grafisch auch so, ganz Mechaniken. Die Odessa war doch auf dem Dach, wenn ich mich richtig erinnere. Die ist auf dem Dach, ja. Aber ich gucke hier gerade noch ein bisschen rum. Ja, sieht cool aus. Ich kann mal schauen, ob ich die finde. Guck mal, hier ging es hoch. Da geben wir das nämlich mal ab und vielleicht können wir danach unsere Fertigkeiten. Genau. Guck mal, da sitzt sogar ein kleiner Junge rum. Cool. Ah, Topfpflanzen können uns also auch noch. Also nicht wir, sondern die Menschen hier. Die Menschen. Die Menschen, das ist dann die nächste Folge. Die Menschen. Nicht der Vision, sondern der Menschen. Das ist cool. Neues Dach, Grill, Hydroponik. Neißenstein. Es waren alles wir. So, wir machen erstmal zur Odessa. Das Einzige, was ich hoffe, wenn wir dann nochmal neu anfangen, wenn wir das Spiel haben, voilà, ist... Na, ja, definitiv. Also, dass du da mehr Auswahlmöglichkeiten hast. Richtig. Ich meine, das ist jetzt vollkommen okay, dass du jetzt wirklich nur zwei, also drei, vier Charaktermodelle hast, aber ich würde ungern mit so einem Föhnkopf rumrennen. No? Guck mal, die hat da ohne glatte Frisur her. We're barely holding things together. What am I supposed to do? Help us. I am helping. I am helping. Just not the way you want me to. We need you out there again. Your leg wouldn't stop you. It's not about that. I know it isn't. But if we fail... All right. We could probably spare some people. I'll be outside. She said you did your part. I won't forget it. Ja, wir haben mehr als geholfen. Wir haben das alles alleine gemacht. Das. Oh, wir haben geholfen. Die anderen waren ja nutzlos. Ja, ne? So, Haupteinsätze. Fertigkeitsfreischaltung. Neues Personal rekrutieren. In der Siedlung können wir das direkt machen. Wir haben zwei Siedlungen. Wir haben einmal das Weiße Haus. Das Weiße Haus ist unser Hauptposten. Genau. Da, wo wir auch erst verteidigt haben. Genau. 4-8 Stufe. He went to Jefferson Trade Center to try to reactivate a shade node hidden beneath the complex. I could really use your help to find him and get that node online. Okay, Jefferson Trade Center, hast du auch? Ja. Okay, neuer SHD-Einsatz. Prioritätsmission freigeschaltet. SHD-Technologie? Okay, Tutorial beenden. Okay, also es wird bestimmt noch ganz schön aufwendig über die ganzen Siedlungen. Ja. Da ist auch ein Schnellreisemenü, ne? Ja. Signalpistole freigeschaltet. Sehr geil. Ein Zivilist hat Ihnen eine Signalpistole anvertraut, um bei der Rückeroberung von Kontrollpunkten aus feindlicher Hand zu helfen.
Sehr, sehr cool. Ich muss sagen, ich freue mich aufs Spiel, wenn es fertig ist. Es wird auch viele, viele Spielstunden kosten, weil du hast bestimmt, du stehst in, also, ja. Also es wird heftig krass werden, definitiv. Und ich freue mich drauf. Und ihr könnt euch ja jetzt immer noch entscheiden. Ne? Wollt ihr das Ganze im Let's Play sehen bei uns zusammen mit Anne, mit Daddy und mit meiner Wenigkeit? Oder sagt ihr, na, lieber nicht? Weil dann spielen wir nämlich offline. Ja, also spielen tun wir es so oder so. Spielen tun wir es so oder so. Aber ihr müsst halt sagen, ob wir es mit euch teilen sollen, ne? Das Spielergebnis. Genau. Rennst du ja auch gerade erstmal überall rum und guckst so ein bisschen? Ja, ich will gerade mit der Vinette Jackson. Okay. Ach, die kann was anfertigen hier, ne? Ich dachte aber irgendwie, erzählt die mir irgendwas. Na, bei mir hat die durchsichtige Haare. Ja, die hat so ein bisschen sehr, sehr lichtes Haar. Ja, ne? Sehr, sehr lichtes Haar. Sollte mal zu Alpizien gehen hier. Richtig. Hashtag Werbung, Hashtag Gegenhaarausfall. Hashtag Haarverpflanzung. So. Gemeinsam gut. Gegen Klatze. Chi-chi-chi. Richtig, richtig. Haben wir jetzt noch irgendeinen Einsatz offen? Nein. Wie kann ich denn den Siedlungsfortschritt anschauen? So, ich packe jetzt erstmal was ins Lager hier. Ne? Sehr gute Idee. Weil wir haben ja so viel auf Halde jetzt. Auf Halde. So, ins Lager packen, ins Lager packen. Ich weiß nicht, ob ich ins Lager packe oder ob ich die einfach gleich schon verschrotte. Kann man eigentlich auch machen. Also die Stufe 1 kann man definitiv zerlegen. Wenn ich die jetzt hier im Lager habe, bringt mir das ja auch nicht viel. Also dann liegt es dann halt auch mit drin, ne? Richtig. Das schimmelt. Also die Stufe 1 Sachen, die kannst du ruhig zerlegen. Ja. Ne, da kriegst du halt Stoff. Und das brauchst du dann halt später, um dir was bei der Frau mit dem lichten Haar halt anfertigen zu lassen. Aber ich weiß. Ich wollte fragen, gehen die Sachen kaputt? Die gehen kaputt, definitiv. Also die werden dir zerschossen. Ne? Und darum lasse ich halt auch immer mal was im Lager, weil du kannst auch die Sachen, die du im Lager hast, später erweitern. Ne? Und ausbauen und verstärken. So, also die Militärsachen lasse ich definitiv im Lager. Ja. Die grünen. Weil jetzt in der Beta bringt uns ja das ganze Zerlegen auch noch gar nichts. Ne? Das ist dann später. Das stimmt eigentlich. Und das machen wir später alles offline dann, damit wir nicht die ganze Folge mit Zerlegen beschäftigt sind. Genau. Wir zeigen gerne meine Fertigkeiten. Wir zeigen euch das jetzt, damit ihr es halt schon mal gehört habt. Ne? Dass das funktioniert. Ne? Nicht, dass du mir jemand sagt, ja. Oh, was ist denn jetzt los? Okay, eine coole Durchsage hier. Kannst du dich mal neben mich stellen, so dass du auch so Richtung dahin guckst, wo ich gerade hinguck? Ja. Wir sind echt wunderschön, ja. Ey, wir sind die hübschesten von allen. Ich habe noch nie sowas Hässliches gesehen. Nee, da täte ich mich nicht retten lassen. Sie sagen, nee, gut, alles klar. Macht euer Ding. Guck mal, wir können das Seil hier einsetzen. Weil, ja, ich weiß nicht, was es da macht. Und ciao. Oh. Rainbow Six. Hui. Wie cool. Wie das ist total geil. Die Fertigkeitspunkte können wir nur im weißen Haus verteilen. Nur in unserer Hauptbasis. Okay. Dann wollen wir noch mal gucken, was wir jetzt machen müssen. Kommen wir hier auch raus eigentlich? Ja, ich glaube schon. Ja, ja, hi. Moin. Das ist wieder Tag zum Glück. Die Notizen des Agenten finden. Also. Ja, das können wir eigentlich jetzt noch machen, oder? Die Notizen schnell mal holen. Ja, die würde ich noch mitmachen. So zum Zeigen von so einem Nebeneinsatz hier.
genau. Oh. Ich komme mal angefisst. Sind da Fans? Da vorne geht's richtig ab, geht's richtig scharf. Ja, moin. Ah, das ist sowas. Kennt ihr das, wenn ihr euch irgend sowas super doofes angewöhnt habt, was ihr eigentlich selbst immer hasst? Ja, ne? Wie Alter zum Beispiel, ja, das Wort Alter. Ja, da. Alter, die Waffe. Die hat zwar einen übelsten Rückstoß. Ja. Du hast die auch, ne? Ich glaube ja. MK16 Militär. Hier ist was, guck mal. Ah, Walk Shoppen. Okay, die mögen sich. Ja. Whatever. Son of a fucking bitch. Weil das ist, die sind einfach so lustig, diese Durchsagen. Ja, ich weiß doch nicht, wie die heißen. Ja, ne? So, apropos. Wir müssen immer noch die Notizen finden. Ne? Guck mal hier rein. Loading Doc. Ah, okay. Ja. Anna, ich kann lesen. Kannst du lesen? Ja. So, habe ich das mitgenommen, ja. Hier ist ein Munitionskisten, glaube ich. Wo bist du? Wenn nicht, dann ist... Ach, hier drüben? Nicht. Hier, ne? Wo bist du? Hier. Wo hier? Na, da. Kann ich dir auch irgendwas markieren? Ich glaube, das kommt später noch mit dem Markieren. Du kannst dann mit deiner Drohne halt quasi... Praktisch. Du kannst auch auf der Karte markieren mit Wegpunkten. Na, also kannst selber Wegpunkte setzen. Was habe ich denn hier? Warum hat die Tür gerade geleuchtet? Na gut, okay. Doch nichts. War bestimmt nur das X, was aufgeploppt ist. Aber hier die Werkzeugkiste können wir noch mitnehmen. Zweimal Kohlefaser. Wie zum Beispiel bei Ring of Elysium. Da kann man ja auch so ganz schnell Sachen... Markieren, ne? Mit Q. Markieren. Markieren. Nur da oben? Hier oben ist eigentlich nichts. Leiter benutzen. Aber hier ist ein Rucksack. Eigentlich schon einen relativ guten Rucksack. Aber hier drüben ist was. Hier oben drüben ist ein rotes Ziel, ein rotes Fähnchen. Was? Ja, ich sehe das hier. Ist hier angezeigt? Nee, ja, ja. Aber das ist wieder so ein Seil. Und ab geht er. Ja, da haben wir das vorhin mal geübt, ne? Ist zwar nicht da, wo wir hin müssen. Guck mal da hinten. Ist auf jeden Fall ist hier Action. Hier gibt's Sushi, Rob, hier gibt's Sushi. Was? Oh. Hoppala. Kleine Ratte, wo kommen die denn her jetzt? Tatsächlich, also gab mal Sushi. Oh. Ich will da. Nimm dir irgendwas. Die Welt ist sowieso am Arsch. Oh. Ach, das rote Fähnchen. Zu dem roten Fähnchen willst du? Mhm. Aber rot heißt doch Gefahr. Rotes Fähnchen ist eigentlich Gefahr. Abbruchgelände. Ja. Oh, wie geil. Ich kann es nicht oft genug sagen, das Spiel sieht super geil aus. Ja, definitiv. Weil auch sehr detailreich, gerade hier mit den Reklamen hier. Das ist... Bei 4 hat er auch nur pixelfrei, aber hier, das ist wirklich... Kann man alles lesen halt. So, hier oben war noch was zu looten gewesen. Feuerst du schon hier? Nee, ich hab die nur vorne markiert. Siehst du die auch? Gleich mit Proviant zurück. Also hinter uns ballert's ein bisschen. Was geht hier ab? Okay. Alter, jetzt bin ich erschrocken.
Der stand da hinten, ne? Ja, der stand hier gleich um die Ecke. Ah, guck. Guck mal, was er wieder in dem Auto hängt. Ja, guck. Warte. Hängt denn der bei dir auch so drin? Ja. Okay, den hat's zerlegt. So. Oh, da hinten ist eine ganz große Gruppe. Ja. Die patrouillieren, hä? Captain Proviant zurück. Mach mal einfach mal. Ja, würde schon sagen. Gut, ich denke mal, das hat's Geschütz erledigt. Ja gut, war doch easy. No? Ja, das Spiel ist viel zu leicht für uns alle. Was die ganzen Überlebenden hier haben, Ah, ne? Oh, guck mal, da sind doch noch welche. Da hinten, nee, ne? Doch, da hinten. Die haben mir aber nicht das nicht angezeigt. Ach, das waren ja auch Figuren, also hier Statuen. Ja. Hast du? Jo. Ich habe gedacht, das hier sind Gegner, aber das sind irgendwelche Figuren, die am Wegesrand stehen. Wir müssen immer noch die Notizen zurückholen, ne? Ja, wir sind total falsch gelaufen. Ja, ne? Wir müssen, glaube ich, ein bisschen zurück. Yep. Ja, total rausgekommen hier. Aber es macht Spaß. Auch bei solchen Spielen. Ja, du willst entdecken gehen, ne? Du willst halt wirklich entdecken gehen und erkunden und man machen und halt tun. Man kommt halt immer vom Hundertsten ins Tausendste. Wie bei DayZ? Ja. Ne, du bist eigentlich dorthin und schnell, aber dann musst du da noch looten und da noch gucken. Ja. Hast du ja was? Ich hab gerade was gehört, ja, hinten sind welche. Okay. Siehst du das Flimmern von der Hitze? Du weiter also, wegguckst? Du siehst ja nicht, wenn ich die markiere. Doch. Ich glaube, die patrouillieren, die laufen vor uns weg, ne? Schüsse. So, pass auf, die räumen mich jetzt von hinten weg. Lebt er noch? Nee. Eiselelf, was ist das denn? Irgendein Isaac? Who the fuck is... Ja. Who the fuck is Isaac? So, und hier ist das Fragezeichen. Guck mal, hier musst du mal her. Oder war das hier? Müssten wir hierher? Ja, ne? Nee. Ich denke schon, hier ist ein Fragezeichen. Hier ist ein Fragezeichen. Aber was heißt das Fragezeichen? Weil wir laufen schon. Das frage ich mich auch. Ja, das frage ich mich auch. Territorium Kontrolle. Ach du Schande. Wellen, jetzt kommen Wellen. Ach nee. Und wir müssen da rein, Anne. Wir müssen auf das rote Zeichen. Oh. Terrarium. Hi Leute. Hallo, was machst du da? Stehen so rum. Alles klar. War wieder ein kleiner Lila an der. Okay. Sehr gut. Hab ich? Sehr gut. Okay, ich habe irgendeinen Zugangsschlüssel, habe ich gerade gekriegt. Sehr gut. Hier, das ist das Lager hier. Ausstattungslager. Okay. Umgebung gesichert. Sehr geil, das macht man so mal nebenbei, ne? Sichert man mal so eine komplette Umgebung. Ja. Das sind aber, glaube ich, nicht die Sachen, die wir eigentlich machen wollten, ne? Nee, das ist nicht immer noch nicht das. Wir sollen ja die Notizen vom Agenten, ne? Und was machen wir? Sichern die komplette Umgebung. Einfach mal so nebenbei. Ach, es ist halt. Ach, so läuft's, ne? Ja. Leben eines Agents. Ja, es sind also, wir sind hier, um zu helfen. Wir sind nicht hier, um blind Befehle zu befolgen. Wir sind hier, um zu helfen. So, aber jetzt holen wir, komm, die Folge zu Ende ist, holen wir uns jetzt noch schnell den Schlüssel. Ja, wir sind ja auch erstmal bei 30 Minuten. Reicht ja. Haben wir schon wieder 30 Minuten?
Ja, aber das sind ja auch alles Special-Folgen. Das ist ja hier der Test, das ist ja alles Test. So, alles gut, wir sind Kollegen. Wir sind's. Ja, wir sind von der Division, Alter. Alter, aber wir müssen sogar hier lang. Wir sind die Putzfrauen. Wir sind die Putzfrauen. Echt, ganz viele? Ja. Wieder so viele wie vorhin? Ich denke schon. Oder noch mehr viele? Oh! Ich habe erstmal das Standgeschütz weggemacht. Alter! Hast du die Drohne? Ich hab die gerade, ja. Okay. Alter, was ist das denn? Das ist was ganz Böses, Anne. Okay. Oh, von wo? Was geht denn da mal hoch? Das ist, warte mal ganz kurz. Irgendjemand hat einen Granatenwerfer, aber ich weiß ja, nicht wer. Der da rechts? Das kommt auf jeden Fall. Ah, hier hinten. Okay. Okay, jetzt gibt's nochmal richtig Action hier. Feindlicher Anführer entdeckt. Ja, ciao. Ich glaube, den haben wir jetzt, oder? Oben drauf steht noch einer. Lebst du noch? Ja. Nee, da drüben, der mit dem orangen Punkt ist der Anführer, oder? Das ist doch uns. Alter. Nee, da läuft einer rum mit dem orangen Punkt auf dem Kopf. So, räumen wir mal ein bisschen auf hier. Da ist er wieder. Ach da. Komm, stell dich mal ins Stand-MG, damit ich dich besser treffen kann, Junge. Das ist nur noch der Gelbe, oder? Ja. So. Gut, hab ich Hammer? Jawohl, Mann. Sehr, sehr geil, Anne. Aber was ist denn mit uns los? Alliierte in der Nähe rufen? Soll ich das mal machen? Mit der Leuchtpistole? Oh, ja, wir sind blöd. Ja, hätten wir eher machen können. Verstärkung. Was? Kontrollpunkt verteidigen? Ja, und jetzt. So, die zwei habe ich. Du auch einen? Die habe ich auch. So, wo ist denn der Anführer? Ich habe ihn einfach nicht gesehen. Rechts. Ah, die sind da neben mir. Ah. Ja. Ich gebe dir mal ein bisschen Cover. Damit dich keiner umläuft, habe ich das Geschütz genau hinter dich gestellt, Anne. Ja gut. Ich tue mich auch mal Anführer. Ist ja drüben in der Hütte drin, ne? Ja. Okay, fast out of ammo. Sehr gut, Granate. Gut, keine Munition mehr. Jetzt heißt es Schrotflinte. Ich gehe näher ran. Rüstung von dem ist down. Ja, Mann. Sehr gut.
Yeah. Oh, die haben uns gelobt, ne? Ja. Und gesagt, good job, hat sie gesagt, good job. Good job. Aber keine Munition mehr, ne? Oh, oh Stubenaufstieg. Hier ist ein Vorratsraum. Who did it? Wo hast du einen Vorratsraum? Wo? Hier hinten. Was heißt denn hier hinten? Ach doch, das ist... glaube ich. Hier. Okay, ich komme. Das machen wir auf jeden Fall jetzt noch mit, hier uns auffüllen und dann würde ich sagen, können wir uns hier... Genau. ...verabschieden. Haben wir zwar immer noch nicht die Notizen gefunden. Hm. Ärgerlich. Aber wir sind ja nicht auf der Flucht, ne? Richtig, guck mal, erst noch eine Tür. Action hat man ja trotzdem. Ich habe ja den Schlüssel gefunden, stimmt. Ha, geil, oh. Nice Stein. Oh, ja. Jawohl. Alter, eine blaue AOG, Stufe 4. Her damit. Alles plündern. Alles plündern. Hier drüben ist noch eine Pistole drin in der länglichen Kiste, ne? Ja. Ja, ich habe eine grüne MP, eine MP5. Geil. Na, ich nehme alles mit. Ja, ich habe einfach alles mitgenommen. Immer alles mitnehmen. Einfach zupacken. Und ich habe auch eine neue Feldkiste. Sehr geil. Gucken wir da noch rein? Da müsste ich ja eigentlich auch eine haben, ne? Ja, tatsächlich, ich habe auch eine Feldkiste. Feldexperte. Das nehmen wir noch mit hier. Aber tatsächlich ist keine Waffe besser als die, die ich jetzt habe. Holster und eine MP7. Ah, guck mal, ich habe auch eine Super 90 drauf. Hast du auch eine? Ja. Also, voll die Schrotflinten-Junkies, ey. Weil mit der kannst du richtig durchladen. Apropos richtig durchladen. Ja. Wir würden uns freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit uns richtig durchladet. Und dann ist es... Das war dann schlecht. Der war schlecht, ne? Und dann ist es wahrscheinlich schon die Open Beta, wird es dann schon sein. Oder das Hauptspiel. Je nachdem, was ihr sagt, was ihr davon haltet. Ansonsten zocken wir es halt einfach offline, ne? Anna, oder? Ja, das genau, klingt nach einem sehr guten Plan. Das klingt nach einem sehr guten Plan. Also, dran, ich von meiner Seite dran geblieben, reingehauen. Liebe Grüße, euer Robs, kennt ihr ja, ne? Und Anne? Ja. Tschüss. Ich habe keine Verabschiedung. Du hast keine Verabschiedung, aber es klingt doch geil als Verabschiedung. Verabschiedung. Ein Reh. Oh, ich habe ein Reh getötet. Nein, das meinte ich raus. Oh Gott. Hast du jetzt wenigstens noch eine Waffe bekommen dafür? Nee, leider nicht. Verdammt. Okay, alles klar. Ciao. Für die Division Agents, die für den Zusammenhalt unseres Landes kämpfen, ist es an der Zeit, unsere Feinde aus ihren Löchern zu treiben. Wir machen keine Kompromisse. Wir werden uns nicht ergeben. Das ist unser entscheidender Moment. Unsere Chance, unser Land zurückzuerobern. Unsere Chance, Geschichte zu schreiben. Eliminiert jeden Division Agent ohne zu zögern.